bin der Gerhard. Und ich bin der Michael. Willkommen in der Musikschule Steinfeldklang, der beste Musikschulkanal auf YouTube. Wir haben euch heute eine Menge an Instrumenten mitgebracht und die möchten wir euch gerne vorstellen. Und diese Instrumente gehören alle zur gleichen Familie. Die Blechblasinstrumente. Doch zuerst noch unser Intro. Eines haben die hohen und die tiefen Blechblasinstrumente gemeinsam. Die Tonerzeugung. Wer es schafft, seine Lippen zum Flattern zu bringen, bekommt sicher gleich den ersten Ton heraus. Auf den tiefen Blechblasinstrumenten klingt das circa so. Und auf den hohen so. Als Musikschullehrer werden wir sehr oft gefragt, wie viel Zeit muss man investieren, damit man ein gutes Ergebnis zusammenbringt. Ja, vergleicht es mit einem Computerspiel. Ich glaube, niemand wird euch erinnern müssen, Minecraft zu spielen. Ihr spielt einfach, dass ihr zum nächsten Level kommt und genauso ist es beim Instrument. Einfach auspacken und drauf losspielen. Hallo, ich heiße Sue und bin 9 Jahre alt. Ich spiele seit 3 Jahren Trompete. Ich mag es, Trompete zu spielen, weil man da einfach so richtig Dampf ablassen kann. Wenn ich will, kommen aber auch schöne Melodien raus. Bei Feiern, wie zum Beispiel Geburtstagen, kommt die Trompete auch sehr gut an. Tschüss! Meine Erfahrung ist, dass wenn Kinder so rasch wie möglich miteinander musizieren, sie viel leichter zu motivieren sind und sich ein Erfolgserlebnis durch die ersten gemeinsamen Proben oder sogar Auftritte sich rasch einstellt. Hallo, ich bin Nathalie und ich spiele das größte Blechblasinstrument, die Tuba. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Tuba zu spielen. Und das hier ist mein Tuba-Spielständer. Der hält meine Tuba ganz alleine und man muss sie nie tragen. Die Tuba ist ein richtig cooles Instrument. Es macht zwar Spaß, alleine zu spielen, aber im Ensemble, das heißt mit anderen Kindern zu spielen, macht viel mehr Spaß. Das war die Tuba. Als nächstes Instrument möchte ich euch gerne das Tenorhorn vorstellen, welches einer kleineren Tuba sehr ähnlich ist. All diese Instrumente sind zwar miteinander verwandt, doch gibt es sie in unterschiedlichen Bauarten und Größen. Und einer der Gründe ist, dass wir damit viel leichter verschiedene Stilrichtungen spielen können. Das Flügelhorn zum Beispiel, eines der Trompete sehr ähnlichem Instrument, spielt gemeinsam mit dem Tenorhorn in der Blasmusik sehr oft die Melodielinien. Das einzige Blechblasinstrument. Ah, entschuldige, Michael, dass wir, können wir tauschen? Ich bin Rechtshänder. Ja. Ja, ursprünglich hat sich der Herr Bürgermeister ein Alphorn gewünscht, aber das war zu lang und das hätte nicht ins Video gepasst. Jetzt haben wir ihn gebeten, dass er uns 2 Waldhörner kauft, aber da stimmt irgendwas nicht. Das, ich kann das nur links halten. Das passt schon so. Also das Waldhorn ist das einzige Blechblasinstrument, das man wirklich mit der linken Hand greift. Auch der Gerhard. Ja, und wenn wir das jetzt gemeinsam mit der Tuba zu unserem Musikstück dazugeben, dann klingt das Ganze noch viel, viel voller. Thank you.
war unser Crashkurs fürs Waldhorn. Und wem dieses Musikstück vielleicht nicht so viel gesagt hat, der kennt sicherlich die nächste Melodie. Mit der Tuba kann man natürlich nicht nur den Bass spielen, sondern auch die Hauptstimme. Das eben gehörte Musikstück wird der klassischen Musik zugeordnet. Und wir haben jetzt noch ein Musikstück für euch, bei dem wir euch das kleinste der Kleinen und das kleinste der Großen vorstellen werden. Die Piccolo-Trompete. Die Altposaune. Jedes Blechblasinstrument hat 3 bis 6 Ventile. Außer der Posaune. Die hat nämlich einen Zug. All diese Blechblasinstrumente werden für viele verschiedene Stilrichtungen eingesetzt. Mit dem letzten Musikstück dürfen wir uns für heute verabschieden. Ich hoffe jedoch, wir sehen uns wieder hier in der Musikschule Steinfeldklang oder auf dem besten Musikschulkanal YouTubes. Hier ist noch ein bekannter Dixieland-Klassiker aus den 40er Jahren. Tschüss.